Hallo Whisky-Freunde, willkommen zu meinem nächsten Whisky-Video von Blind Whisky und begleite mich auf dem Weg, wie ich Whiskys erlebe, erfahre und bewerte. Wie erlebe ich sie? Ich mache hier Blindverkostungen und wie bewerte ich sie? Ich sage ganz einfach, was wäre ich denn bereit, heute für diesen Whisky zu zahlen? Bezogen auf eine 0,7 Liter Flasche, Standardpreise, soweit man die überhaupt kennt. Ja, und dann geht's los. Ich sage natürlich ein bisschen mehr noch drumherum. So, dann wollen wir uns den nächsten Whisky-Video Whisky aussuchen. Ja, einfach die Nummer, die 66. Mit 66 fängt das Leben erst richtig an. So, 66. Wenn das die 70 sind, dann müsste das hier die 66 sein. Jetzt bin ich am Überlegen. 70? Genau, 70, 90, 80, 67, 66. Nein, das ist die 66. Ha, hätte ich mich beinahe vertan. Aber ich glaube, es wäre nicht so schlimm. Er vertraut mir, glaube ich, dass ich mich hier nicht selbst betupple. Ich weiß eh nicht, welcher Whisky wo ist. So, dann wollen wir mal gucken, was wir denn hier im Glas haben. Ha, der ist nicht tiefgehend. Da ist ein bisschen flach, ein bisschen Sherry, tiefere Noten drin. Also es ist kein Whisky, wo ich sage, wow, das ist irgendwie schön. Könnte ich jetzt stundenlang drüber riechen. Ja, es kommt eher, wie soll ich sagen, stichig etwas rüber. Also es ist jetzt entweder muss ich mich an dem Geruch gewöhnen, weil es irgendwas anderes ist, als was ich eigentlich erwartet habe. Also wichtig ist, dass man an einem Whisky auch positiv dran geht. Denn wenn man negativ dran geht, dann ist der Whisky schon schlecht. Ja, und manchmal kann der erste Eindruck, sagen wir mal, das Ganze übertünchen, was man da so denkt. Also, er hat einen leichten, also vom Geruch ist er leicht, nicht extrem komplex. Hat leicht, also so, sagen wir mal, nicht, ich denke dann so an nicht gelben Früchten, ja, doch vielleicht gelbe Früchte so ein bisschen. Er entwickelt sich jetzt auch so ein bisschen im Glas. Ich glaube, der braucht ein bisschen Zeit. Obwohl es keine Aromabombe ist. Aber was mich erstaunt ist, er ist sehr frisch in der Nase. Ich glaube, der kann auch höhere Prozentzahl haben. Höhere Prozentzahl oder schlechter Alkohol. Das ist nämlich beides das Gleiche. Ich meine, nicht das Gleiche. Also wenn der Alkoholgehalt höher ist, ist nicht ganz so toll eingebunden, dann spürt man den auch in der Nase ganz gut. Ist der Alkohol eher, ich sag mal, auf Kolonne und schnell produziert, dann hat er natürlich auch einige, Alkohole, die ein bisschen mehr in der Nase bemerkbar sind. Ne? Gut, jetzt habe ich viel geredet. Vielleicht ist der Whisky doch besser, als ich denke. Aber vielleicht ist er, also wenn ich jetzt positiv sage, würde ich ihn auf 46% tippen. Wow. Der hat gerade meine Zunge voll durchgezogen. Richtig gut. Wow, also
Boah. Was wäre ich bereit? Boah. 50 plus, zwischen 50 und 60 Euro. Richtig gut. Also, das hat mich jetzt echt überrascht. Also, der kam ja rein und war eine regelrechte Geschmacksexplosion. Ja, das ist der boah, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, jetzt kommt irgend so ein ja, halb langweilige Plörre-Zeug rein, aber nein, das ist was anderes. Jetzt bin ich echt am Überlegen, welcher könnte das denn sein? Der scheint mir sogar älter zu sein. Der könnte sogar ein 15-prozentiger sein. 15 Jahre sein, 15-prozentiger. 15 Jahre, der ist kein Rauch, kein Rauch. Also ich bin gerade am Gucken, als ich so ein bisschen hier Inspiration kriege. Er kommt so schön, richtig schön rein und dann diese, ich sag mal, süßliche Holznote, die ich so gerne mag, ist da richtig intensiv, also richtig schön kräftig, aber harmonisch im Mund und breitet sich wie eine Decke aus, im ganzen, auf der ganzen Zunge. Quasi belegt. Lecker. Also, heute habe ich ein bisschen mit den Preisen wahrscheinlich mein Problem, aber ich sag mal 50 plus auf jeden Fall. Er haut so richtig nochmal. Dann denkst du mal, ah, toll, super, super. Und dann bam, und geht nochmal so richtig ein Kick nach oben. Ist egal, was es ist. Es ist für mich, ich sag jetzt 55 Euro. Würde mich nicht wundern, wenn es sogar 60 Euro Whisky wäre. Ich habe ja ein paar im Programm, die ja noch höher sind, aber ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt schon hier in der Kiste drin habe. Zum Beispiel einen Okkontoschen 18 habe ich hier, der ein bisschen höherpreisig ist. Der Lohr ist aber ein rauchiger, der kann es nicht sein. Dalmor 15 habe ich hier, auch so ein Kandidat. Den habe ich mal im Sonderangebot gekriegt, denn ich kaufe keine Whiskys, die teurer sind als 60 Euro. Manchmal mache ich eine Ausnahme. Ganz selten mache ich eine Ausnahme. Also da muss es schon einen richtig guten Grund geben. Und dann ist es meistens wirklich nur 2 oder 3 Euro mehr. Das ist auch alles. 55 Euro. Ich glaube, der ist älter als 12 Jahre. Also ich würde mich nicht wundern, wenn es ein 15 Jahre alter Schotte ist, der eigentlich für den Preis 15 Euro müsste ich eigentlich 60 Euro sagen. 60 Euro, soll ich mein Maximum sagen? Also heute bin ich, ich habe schon zweimal völlig daneben gelegen, also zu hoch. Jetzt bin ich wieder zu hoch. Ich sag 60 Euro. Heute ist es so. So, oh, lecker. Jetzt mal auflösen. Ich bin echt gespannt.
Das ist die Nummer 2. 2. Glaube, 2 habe ich auch noch nicht gehabt. Nein, er ist keine 60 Euro. Klinisch 38,90 Euro, also 40 Euro. Schottland 46%. Aroma leichter Kerzenwachs mit etwas Zucker. Floral, aromatisch getrocknete Blumen am Strand, gefolgt vom braunen Zucker. Geschmack, angenehme Gaumengefühl. Zartölig mit charmanten Charakter. Leichter Salzgeschmack, trocken mit Eiche. Aussprache, klinisch. Steht hier. Also, wenn ich klinisch gesagt habe, dann habe ich hier sogar eine Korrektur. Es wird klinisch ausgesprochen. Ja, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich ihn drin habe. Nicht das dritte Mal. Ich bin erstaunt. Weil ich 14, warte mal, wie alt war er nochmal? 14 Jahre, ne? Ich bin jetzt nochmal 14. Ich habe 15 Jahre alt gesagt. Auf jeden Fall, da war ich jetzt nicht ganz so verkehrt. Also, wenigstens das. Also, heute habe ich. Bin ich preislich sehr, sehr hoch. Also das hier ist das dritte Video, was ich, wo ich den Whisky ziemlich hoch bewerte. Scheint wohl heute mein Tag zu sein, wo ich sage, okay, mir schmecken die Whiskys irgendwie. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Auch dieser Whisky habe ich, als ich das erst zwei, dreimal getrunken habe, gedacht so. Warum schwärmt zum Beispiel im Whisky Jason von diesem Whisky? Ich habe echt gedacht, warum? Ja, das ist doch ein. Ja, riecht nach Whisky und. Ist okay, ne? Aber ich persönlich war sogar leicht enttäuscht gewesen von diesem Whisky. Dachte mal 40 Euro. Na, weiß nicht, ein Glen Allachie, ne, da kriegst du mehr Power. Komischerweise heute Blindverkostung ganz anders. Ganz anders, wirklich, wirklich anders, ja, also ich bin echt überrascht. Also ich habe ihn nicht wiedererkannt, außer dass ich gesagt habe, älter. Und ich muss sagen, ja, von meiner Farbe her, ja, das geht eigentlich. Ne? Ist also nicht so. Ah, seht ihr das überhaupt? Ah, ich komm nicht so nah ran. Ach, ihr kennt ihn wahrscheinlich. Ne? Von der Farbe her ist er okay. Das heißt, ich baue das Whisky muss nicht immer dunkel sein, damit er wirklich schmeckt. Ja, das ist Blödsinn. Ja, wer das glaubt, der, ja, okay, gut, der. Rennt auch anderen Dingen hinterher, nur weil die Farbe stimmt. Und das muss nicht unbedingt sein. Ich finde, hier mein Kanal, da versuche ich ehrlich zu sein, ich bin heute wirklich wieder überrascht. Also doch, klinisch 14. Ich glaube, ich werde ihn mal im ruhigen Abend mal öffnen wieder. Also die Flasche ist zwar offen, aber mal probieren wieder. Und wo ich sage, okay. Meine andere Perspektive. So, das war's dann für heute von Blind Whisky. Ich hoffe, euch hat dieses Whisky-Video gefallen. Ich habe heute wieder mal was gelernt und war wieder überrascht. Ich kann nur noch sagen, wenn euch das Whisky-Video gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen hoch geben. Ansonsten kann ich euch nur noch sagen, trinkt Whisky mit Verstand, Vernunft, Genuss und in Maßen. Bis dann. Tschüss.